Wir bleiben in Österreich bei unserem Winzer Oskar Hager. Er ist berühmt durch seinen süffigen grünen Veltliner. Und hin und wieder erlaubt er sich, einen Süßwein zu machen. Vor zwei Jahren haben wir einen Eiswein angeboten. Das heisst, die Trauben müssen gefroren im Zustand gelesen werden. Das Wasser gefriert schneller wie der zuckerreiche Saft und dadurch ist der Weisswein dann viel süßer. Und das hat er wieder probiert mit dem 21er. Und er sagt, das Problem sei, dass immer weniger kalt genug sei im Winter und dass einfach die Eiswein immer schwieriger sei zu machen. Und bei dem 21er Wein hat er nur angefroren, sind die Trauben nur leicht angefroren gewesen, also nicht vollgefroren. Das heisst, er kann ihn nicht Eiswein nennen. Er ist aber praktisch gleich wie der normale Eiswein. Also ich habe ihn fantastisch gefunden. Und statt Eiswein nennen wir ihn jetzt Januarlese, weil er hat ihn erst im Januar gelesen, hat noch etwas länger zugewartet in der Hoffnung, dass die Trauben gefrieren. Es ist wunderbar, herrliche Säure, feine Würze vom grünen Veltliner. Also ein Süßwein von einer Qualität, die Sie im Normalfall viel, viel mehr zahlen müssen. Absolut köstlich. Also wenn Sie sich mal ein paar Fläschchen leisten, viel haben wir leider nicht, von einem Süßwein, der auch preislich noch vernünftig ist, das ist wirklich toll.